Nein, verdammt! Mit dem Miststück gehe ich nirgendwo hin. Janna kann nicht mitkommen. Das war Deal. In den Truck. Alle beide. Janna, was glaubst du, was du da machst? Janna! Kleine... Janna, jetzt hör mir doch mal zu. Wo ich die zwei hinbringe, von da gibt's kein Zurück. Ich hab dein Leben nicht gerettet, damit du es gleich wieder wegwirfst. Ach, ja. Und das glaubst du am Ende wirklich, dass du mein Retter bist? Erbärmlich. Schön. Wenn du nochmal in der Klemme steckst, überlege ich nicht lang. Ich lass dich krepieren, blöde Kuh. Irgendwo muss jeder sterben. Und da draußen kann ich zusehen, wenn's dich zuerst erwischt. Ach, Janna. Ja, hallo zusammen, willkommen zu Outriders. Diesen Teil wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich bin eigentlich zurück nach Rifttown, wie man hier sieht, gereist. Aber die Story hat einfach angefangen. Also, keine Ahnung, was das soll. Ich glaube, ich muss nicht hierhin für die Story. Ich bin mir jetzt gerade aber nicht mehr sicher, weil die ja, wie gesagt, einfach begonnen hat. Trotzdem will ich eigentlich erstmal zur Historikerin das Ding abgeben, was wir da gefunden haben. Und dann gibt es hier eine Mission, eine Kopfgeldmission für den Locher. Keine Ahnung, wer das ist. Finden wir raus. Da fällt mir, was wir so gefunden haben. Sollte ich vielleicht dann auch nochmal tun. Ach Gott, wo laufe ich denn? Da lang muss ich. So. Ab zur Historikerin. Wenn wir die Vergangenheit vergessen. Ja, bla bla bla. Oh, fantastische Geschichten. Band 1. Wunderbar. Hier können sehr viele Leute gar nicht mehr lesen. Bücher werden nur noch zum Feuermachen benutzt. Naja, meine Augen sind auch nicht mehr die besten. Bücher wie dieses haben mich davon überzeugt, dass meine Zukunft auf einem anderen Planeten liegt. Und jetzt bin ich wirklich hier. Schon komisch. Da haben sie einfach mal ihr anderes Spiel mit eingebaut. Das sind ja die Macher von Bulletstorm. Storm of Bullets, wie es hier heißt. Verzehrendes, eine Reichweite brauche ich nicht. Moment, Anomaliekraft 142. Wow. Überhitzung. Ach, Hitzewelle nutze ich halt nicht. Obwohl 130 mehr Schaden. Boah, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich es doch mal wieder verwenden. Und das Ding? Doppelläufige Waffe. Das Doofe ist halt, dass man nie sieht, also die anderen Werte nicht sieht. So, der Basisschaden und sowas. Schüsse auf Gegner, die von einem Statuseffekt betroffen sind, übertragen diesen auf einen Gegner, der dem Ziel am nächsten steht. Ja, komm, ich nehme das Ding einfach mal. Was soll's? Probier's aus, beziehungsweise schau's mir im Inventar nochmal an. Pistole. Da habe ich auch noch eine bessere bekommen. Die kann ich eigentlich immer austauschen. Da ich die eigentlich nicht benutze. Grün kann auch alles weg. Mittlerweile. Das Ding ist neu, okay. Uff, kann auch weg. Das hier. So. Lebensentzug durch Fähigkeiten. 35 Schaden. Vielleicht könnte ich es hiermit austauschen. Ja. Machen wir das so. Tausche ich es da aus. Dann habe ich auf der zweiten Waffe immerhin wieder so ein schönes Dauerfeuer-Nahkampfding.
Und dann mal schauen, wo ich hin muss. Hätte ich auch einfach im Inventar bleiben können. Ist das hier? Gesuch der Locher, ja. Okay. Das hier ist ja eine wiederholbare Quest, die brauche ich nicht nochmal machen, aber den Locher habe ich noch nicht. Deswegen gehen wir dahin. Ach so, ja. Nehme ich die da erst an? Ich glaube, ich nehme die da erst an, ne? Blablop. Braucht mir nicht immer zeigen, wie ihr die Tür öffnet. Das ist ja wirklich spannend und so, aber ihr könntet mich auch einfach draußen absetzen. Diese Sprünge. Wie ich eben übrigens erfahren habe, sind wir noch gar nicht mal allzu weit. Also der, mit dem ich dann eventuell Koop spiele, der meinte, er ist schon, also er hat eine Stelle beschrieben, er hat mich jetzt nicht gespoilert oder so, die wohl ziemlich heftig ist. Und da wollte ich halt wissen, ob das hier nach Trenchtown ist, also beziehungsweise wo das ist. Er meinte, es ist sehr weit dahinter, also schon einiges dahinter. Heißt, da kommt noch. Na, das wird noch einiges. Ja. Zeigt mir auch gerade zum dritten Mal. Zu Beginn der Jagd. Ich bin dabei. Der Locher. Erledige den Locher in der Kriegszone. Ja. Ah, Klopapier endlich. Da liegt noch was. Ein Loree-Eintrag. Muss ich da durch? Doch, klar, da ist eine Tür. Und dahinter stehen Leute. Da geht's weiter. Ich nicht mehr runter. Toll. Wenn ihr da oben seid, müsst ihr euch verteilen. Bleibt. Gibt's hier noch mehr? Wollt ihr überleben? Ich meine, hier habe ich mich nicht so gründlich umgeschaut wie an anderen Stellen. Deswegen ist ganz gut, also diesen Geschichtseintrag da nochmal mitzunehmen. Ja, ich glaube, ich bin hier ziemlich durchgehetzt. Was gibt's hier noch? Also einmal was zum Einsammeln. Das nehme ich auch direkt mit. Brauche ich auch für die Auszeichnung Eisenabbau oder Sammlung. Kriegt man zwar auch beim Zerlegen, aber wenn ich das hier schon habe, kann ich es ja mitnehmen. Räume die Ruine. Bombs! Das war ja nicht so geil. Was ist das hier schon wieder? Hört auf, mich mit Dingen zu beschießen. Wenn du dich lieber verstecken willst, dann machen wir das halt so. Auch gut. Und Bombs. Was willst du, ha? Ha? Was willst du? Leben. Ach ja, schon wieder so einer. Zwei.
schön brennen sie. Schön, wie ihr brennt. Oh, Moment, muss nachladen. So, weiter geht's. Das ist für dich. Das hier ist für dich. Du kleiner Feigling. Was abbauen. Nehme ich auch noch mit. Und dann geht's hier weiter. Aber ja, auch noch mal umschauen. Hat ja viel gebracht, dass ich hier beim letzten Mal schon so aufgeräumt habe und beim letzten Mal schon alles freigeräumt habe. Die haben es einfach wieder alles aufgebaut. Naja. Mach ich's halt wieder weg. Ein Fingerschnipsen. Gibt's hier irgendwas? Drüben eine Kiste, aber das. Ach genau, da ist ja sie. Da geht's ja zur Revanche. Das hier kann man wieder abbauen. Okay, spawnt also doch nach. Letztes Mal ging es ja rechts lang. Ne, muss trotzdem hier weiter. Ah, da oben ist er. Ups. Oh, hört doch mal auf, mir ständig dazwischen zu laufen. Ich weiß nicht, ob das besser ist als das andere. Das andere hat halt eine viel größere Reichweite. Geht dafür in alle Richtungen und löst die Bombe schneller aus. Das hier geht um mich rum einmal. So ein bisschen. Ich kann es zielen. Und an der Stelle verursacht es halt bei allen. Diese über 500 Schaden. Oh shit. Okay, ich geh gleich drauf. Das war irgendwie klar. Das lief richtig scheiße. Diese komischen Typen, die da plötzlich diese Verwandlung hatten, die waren irgendwie das Problem. Und natürlich die ganzen Penner da hinten. Okay, das funktioniert ja noch weniger. Der hat einfach nicht gezielt. Also, er hat gezielt, aber nicht dahin, wo ich hingezielt habe. Der hat einfach irgendwo hingezielt.
Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder war. Das Spiel kommt jeden Tag mit neuen Problemen. Wär's, wenn du dich einfach mal verziehst, du dämlicher Penner. Brennt. Alles gut. Jetzt rennt er nicht. Oh, meine Fresse. Ist halt auch nicht, woran es liegt, ne? Keine Ahnung. Meine Vorteilsposition. Der Locher ist down. Und Feuer. Leute in die Luft jagen. Puh. Alles klar. Kompromisslos. Schnell erledigen. Fertig. Oh, gib mal her. Ah, in Trenchtown kann ich mir das dann abholen. Bei Uijio, nicht Uijio. Aber dann nehme ich hier die Sachen noch mit, kurz. Zack. Und dann schaue ich mal, wo es denn weiter ginge. Wo ist denn hier der... Gibt es hier keinen Haken zum Rausteleportieren? Oder kein... Nö. Ich muss laufen. Alles klar. Wie doof. Gibt es hier noch... Feuer mit Feuer bekämpfen. Das ist ja alles irgendwo anders. Genau. Und Uijio ist auch in Trenchtown. Ich würde sagen, dann gehe ich einfach zum nächsten Gebiet. Jage da noch irgendein Tier oder einen Captain oder was auch immer. Und gebe das dann am Ende alles gesammelt ab. Ich meine, das sind... Eigentlich nur Füllaufgaben. Würde ich jetzt mal so nennen. Ich weiß auch gar nicht, ob man die wiederholen kann.
Oder ob die halt, was weiß ich, täglich oder wöchentlich neu kommen. Weil es sind halt Aufgaben, die können ja überall erscheinen. Aber geben ein bisschen Fortschritt. Von daher kann man die zumindest einmal mitmachen. Solange ich nicht weiß, ob das nicht irgendwie vielleicht sogar relevante Aufgaben sind. Und ich glaube, man konnte mit Chana noch am Fahrzeug sprechen. Das schauen wir uns gerade auch nochmal an. Da hatte ich nämlich eben ein Textfeld gesehen. Das wollte ich eigentlich übrigens aufheben, bevor der Text halt hier am Anfang des Videos begonnen hat. Wollte ich diese Geschichte aufheben und dann hat das von selbst gestartet. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal an und quatschen noch mal mit ihr. Keine Ahnung, was sie will. Jana. Kann ich was für dich tun? Wie funktioniert das mit diesen Visionen? Du siehst also die Zukunft. Du kannst mir helfen, Gefahren zu meiden. Schön wär's. So funktioniert es nicht. Ich sehe nur kurze Bilder. Ich kann es nicht steuern, es passiert einfach. Und häufig deute ich sie falsch. Aber Corrigan hat von dir geschwärmt. Oft genug liege ich auch richtig. Wann haben die Visionen begonnen? Was hat die Visionen ausgelöst? Die Anomalie, die meine Mutter tötete, rauschte mitten in der Nacht durch unsere Hütte. Sie verschonte mich zwar, aber machte was mit meinem Kopf. Tut mir leid. Die üble, brutale Scheiße. Nur sowas sehe ich. Als es geschah, war ich ein Kind. Ich dachte, ich werde wahnsinnig. Wann hast du gemerkt, dass du es nicht wirst? Da bin ich nicht so sicher. Naja, auf so einer Welt, wo halt nur sowas passiert, keine Ahnung, sieht man wohl auch nichts besonders Positives. Vertraust du deinen Visionen? Diese Visionen, woher weißt du, dass sie real sind? Woher weißt du, dass deine echt sind? Ich sehe nicht die Zukunft, nur so Scheiße, die bereits passiert ist. Mit einer Ausnahme. Als ich zum ersten Mal eine hatte, sah ich dich. Tja, da hast du's. Alles klar, die haben keine Ahnung wann, wieso oder woher oder was auch immer. Das finden wir dann hoffentlich in den nächsten Folgen raus. Jetzt nochmal eine Jagd- und Kopfgeldmission, habe ich gerade Bock drauf. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.